Ihr wolltet die Zitrusdüfte sehen, meine Top 10 Zitrusdüfte, und die bekommt ihr auch. Ich weiß, der Sommer neigt sich so ein bisschen dem Ende zu, das heißt, mit ein bisschen Glück kann man noch ein paar von den Düften jetzt wirklich gut tragen, aber man muss halt auch sagen, dass es ein bisschen auch dem Ende zugeht, ne? Dann fangen wir mal an. Der erste Duft, den ich euch gerne als Zitrusduft zeigen möchte, ich muss sagen, es sind wirklich, ich habe darauf geachtet, dass es ein Mix ist aus günstigeren Düften und preiswerteren Düften. Einer der teuersten möchte ich gerne zuerst nennen. Und es ist von einem Haus, was ich persönlich mega mag, also sehr, sehr gerne mag, was viele Düfte hat, die sehr gut sind. Und das ist einer der besten, finde ich. Und das ist Oligarch Forum von Roja Parfums. Das ist ein Limettenduft. Also man sieht hier Roja typisch, ne? Das sind immer 10.000 Duftnoten, aber eigentlich kommen nur so zwei oder drei wirklich raus. Und für mich ist das wirklich ein Limettenduft. Also du hast am Anfang so einen Limettenkick, wie bei so einem Cuba Libre. Ne, Cuba Libre oder nicht, Mojito. Genau, wie bei so einem Mojito. So eine Limetten- oder Caipirinha oder wie auch immer, so eine Limettennote, die dir halt entgegenkommt. Und dann im weiteren Verlauf ist das so ein florales Ding und es endet dann eben in so einem Wacholderbeeren-Anis-Teil. Ja, also wirklich sehr, sehr schöne Komposition, aber vor allen Dingen eben ein Limettenduft. Warum ist das wichtig? Naja, weil die meisten Zitrusdüfte, außer jetzt zum Beispiel hier der Altruist von Schwarzlose, die meisten Zitrusdüfte haben halt einfach so eine sehr süße Zitrone oder Bergamotte. Sind halt sehr süß, halten nicht lange und ich mag das immer, wenn das so ein bisschen so einen herben Kick auch hat. Und Limette ist ja an sich ein bisschen herber. Deshalb auf jeden Fall für mich einer meiner Favoriten, Oligarch Pour Homme. Der ist nicht ganz so preiswert, leider. Hier, 245 Pfund, also 286 Euro. Ja, also schon, ist schon okay. Ja. Kann man, finde ich, für den Duft auf jeden Fall ausgeben. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Zitrusduft und eher so im Nischenbereich auf jeden Fall auch unterwegs. Ne? Der nächste Duft ist ein bisschen günstiger und ist einer, den ich wirklich seit Jahren jetzt schon trage. Sehr gerne im Büro übrigens. Und das ist Oud von Acqua di Parma, beziehungsweise er hieß früher Colonia Oud, heute heißt er Oud. Das ist eine Neuauflage, die haben irgendwas an der Konzentration geändert. Aber das ist für mich so einer der Top-Büro-Düfte, die ich jemals gerochen habe. Warum? Weil du auf der einen Seite Zitrusnoten hast, wir haben hier Bergamott und Orange. Du hast auf der anderen Seite Oud, also so einen orientalischen Kick, der mit dabei ist. Patchouli, Moschus, Sandelholz, Atlaszeder, also sehr, sehr holzig. Und er verliert aber trotzdem nicht diese typische Cologne-DNA, also diese typische Barbershop-ähnliche, Rasierwasser-ähnliche DNA. Und deshalb ist er extrem geil für die Arbeit, für ein Vorstellungsgespräch, für Situationen, in denen man einfach überzeugen muss mit einem Duft, der simpel gestrickt ist, aber nicht langweilig. Jetzt sehe ich hier gerade die Frage, ich habe mir La Capitale von Serge aufgestellt, wie findest du den? Finde ich einen 1A-Duft, der ist unfassbar gut. Wie lange hält Oud von Acqua di Parma? Der hält locker 8-9 Stunden durch. Also wirklich einer der besten Düfte von der Haltbarkeit her aus dem Haus. Normalerweise sind die ja eher so ein bisschen schwach auf der Brust. Zum Beispiel hier diese ganzen blauen, ne? Bergamotto di Calabria, Fico di Amalfi oder die klassischen Colognes auch hier, Colonia Intensa. Die sind alle von der Haltbarkeit jetzt nicht so stark, weil es halt ein Cologne ist. Colognes haben nicht so die beste Haltbarkeit. Und bei dem Oud ist das anders, was auch einer der Gründe ist, warum ich den so gerne mag. Weil es einfach ein Zitrusduft ist, der lange hält. Dann ein weiterer Designer, der eher im hochpreisigen Bereich unterwegs ist, ist der Louis Vuitton On The Beach. Habe ich jetzt gerade erst getestet in meinem Louis Vuitton Top 10 Video diesen Sommer. Und das ist ein geiles Release, weil es nämlich auch wieder so diese bittere Note hat. Dieses Mal ist es Yuzu und Neroli, also Orangenblüte. Und es ist halt also ein sehr, sehr frischer, ist es Orangenblüte? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr frischer Duft, der aber auch noch so eine herbe, bittere Komponente mit dabei hat. Was ihn, finde ich, extrem geil macht, wenn man sich einfach mal runterkühlen will im Sommer. Und das ist jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so der Fall, aber es ist trotzdem, finde ich, ja, einfach einer der besten aus dem Haus auch. Und die haben mehrere frische Düfte, die alle nicht so eine extrem krasse Performance jetzt haben, aber das ist, finde ich, so der Beste. Und der Flakon natürlich auch eine absolute Schönheit mit diesem Farbverlauf. Sieht eben auch sehr, sehr geil
aus. Ein weiterer Duft, der sehr frisch ist, der auch so diese bittere Note mit drin hat, hauptsächlich eben, weil da Tee mit drin ist, ist der Wulong Cha von Nishane. Und das ist einer der langanhaltendsten und stärksten Zitrusdüfte, die ich jemals getestet habe. Das heißt, wenn es bei euch eher nicht so lange hält, wenn ihr einen Zitrusduft tragt, dann ist das auf jeden Fall einer der besten, die man tragen kann. Es ist ein Zitrusmix am Anfang, also Bergamot, Orange, Tangerine steht hier drin. Dann haben wir eben so eine Teenote und ein bisschen pudriger Drydown mit Moschus. Haltbarkeit, richtig gut für einen Zitrusduft. Ich habe einen Klassiker, den ich immer empfehle, schon seit Jahren. Und das ist der nächste, den ich euch zeigen möchte. Und das ist ein Duft, der nicht so eine gute Haltbarkeit hat, leider, muss ich sagen. Das ist Mandarino di Amalfi. Den habe ich, glaube ich, 2019 oder 2020 habe ich den schon mal in einem Top 10 Video drin gehabt, weil er mir einfach so geil gefallen hat von der DNA her. Es ist wirklich so ein bisschen, riecht es wie Mandarine. Ihr seht, die hat 1000 Duftnoten drin, Minze, Bergamot, Grapefruit, Zitrone, Orangenblüte, aber in der Kombination ergibt es eben einen Mandarinenduft. Also es riecht wirklich so nach so einer Mandarine und hat einen schönen holzigen Verlauf, bisschen cremig und ist meiner Ansicht nach zwar von der Haltbarkeit jetzt nicht so überragend gut, was im Sommer aber ja, wie gesagt, nicht so extrem wichtig ist, weil es sowieso nur zur Erfrischung dient, finde ich. Von diesen blauen Flakons ist es, finde ich, der beste. Real Talk. Also es gibt ja viele blaue Düfte von Tom Ford. Hier zum Beispiel Sole di Positano oder wie sie alle heißen. Die finde ich alle nicht so gut wie den. Mandarino di Amalfi ist so mein Liebling von diesen blauen. Und wenn es eben Tom Ford sein muss, ja, Haltbarkeit nicht so geil sein soll, dann auf jeden Fall den Mandarino di Amalfi mal testen. Als nächstes kommen wir wieder in Richtung Nischen-Territorium mit einem Serjoff-Duft. Und ihr erratet wahrscheinlich schon, welchen Serjoff-Duft ich meine. Und das ist natürlich der Nio. Nio ist ein Zitronenduft für mich. Also hier steht zwar Neroli Bergamot, für mich ist es Zitrone mit Jasmin, mit einer holzigen Basis und einer absolut, man kann es sich gar nicht vorstellen, mit einer absolut kranken Haltbarkeit für einen frischen Duft. Also der hält locker so lange wie die anderen Releases von Serjoff. Weiß ich nicht, Dekas kannst du nehmen oder hier, ja, Naxos zum Beispiel auch. Naxos hat ja auch eine sehr, sehr gute Haltbarkeit. Und Nio ist ein Zitrusduft, sollte nicht so lange halten, hält aber genauso lang. Und es ist, finde ich, ja, ich habe den auch in meinem ersten Top 10 schon drin gehabt. Ich meine, das sagt schon alles aus. Hallo Tornjevir, schön, dass du da bist. Deshalb Nio auf jeden Fall eine absolute Bombe auch. Als nächstes habe ich zwei Düfte gleichermaßen. Wir haben einmal einen Nischenduft und einmal einen Designerduft, je nachdem, wie viel Geld ihr eben ausgeben möchtet. Und da haben wir auf der einen Seite den Light Blue Poron Forever. Das ist ein Duft, der dieses Jahr rausgekommen ist, der mit Grapefruit arbeitet. Und auf der anderen Seite haben wir den Melagrana von Bottega Veneta, der deutlich teurer ist. Aber nochmal eben so eine schöne, ja, hier steht jetzt schwarze Johannisbeere. Ich finde, die ähneln sich sehr stark in ihrer DNA. Und es kommt halt eben ganz drauf an. Also mit dem Melagrana bekommst du einen schöneren Flakon, der ein richtig massiver Glasflakon ist. Ich hatte den selber. Du bekommst eine etwas feinere DNA. Aber der Light Blue Porom, ja, hat noch andere Duftnoten mit drin und ist jetzt nicht nur so diese DNA von Melagrana. Ahmt den aber, finde ich, eben ganz gut nach. Den Pomelo Sorrento habe ich noch nicht getestet von Gritti. Deshalb ist der jetzt hier nicht mit drin. Also kann ich leider nicht sagen. Melagrana hat auch so ein bisschen eine aquatische Komponente. Aber es ist eben, finde ich, eher ein Zitrusduft. Also viel Zitrus, Grapefruitschale, irgendwas sehr, sehr Fruchtiges, Angenehmes hat der. Dann ist er aber auch sehr ausgeglichen, also ist nicht zu süß bei warmen Temperaturen und eine wunderbare Erfrischung. Passt super zu einem Hemd zum Beispiel, also Hemdenoutfit. Kurze Hose, Bootsschuhe, so die Richtung, da sehe ich den. Toller Duft, einer meiner absoluten Favoriten. Melagrana und Nio, also die letzten beiden, wirklich, wirklich toll. Es darf natürlich ein Duft nicht fehlen. Ihr wisst doch alle schon, welcher das ist. Ich meine, wenn wir über frische Sommerdüfte sprechen, ja, also wer würde da nicht den Orange Flamingo mit dazu nehmen? Wer würde das nicht tun, ganz ehrlich? Absolut geisteskranke Haltbarkeit, riecht nach frisch gewaschener Wäsche so ein bisschen mit Orange, hat eine sehr schöne Jasmin-Basis, auf dem das Ganze ruht. Also ist fruchtig, zitrisch, aber auch so ein bisschen floral, bisschen pudrig, bisschen holzig. Absolute Granate, also sehr schön designter Duft auch, schön fein ausbalanciert mit den verschiedenen Duftnoten, die da drin sind und sehr hochwertig riechend und
kriegt auch nonstop bringt der mir Komplimente. Es ist so krass. Es ist so krass. Selbst wenn du den selber gar nicht mehr riechst, kriegst du noch Komplimente für diesen Duft. Sehr krass. Also hat er sich wirklich was erlaubt mit der Marke, mit diesem Release. Finde ich super. Und deshalb ist der auch auf dieser Top 10 Liste drauf, weil muss einfach. Ein Duft, den ich auch bei Marc getestet habe, ist von Santa Maria Novella. Das ist so ein klassisches Cologne. Und das ist der Acqua di Sicilia. Und das ist eben so ein Cologne im klassischsten Sinne. Also Zitrusnoten am Anfang, dann so ein bisschen aromatische Noten, Petitgras und Rosmarin und eine etwas andere Basis, also holzig, in diesem Fall harzig. Haltbarkeit, Sillage mit so das Schlechteste, wenn man das so formulieren möchte, hier auf dieser Liste. Aber wer auf klassische Colognes steht, wird damit auf gar keinen Fall enttäuscht. Acqua di Sicilia, mega, mega geiler Duft. Nicht teuer, zwar keine so gute Haltbarkeit, aber von der DNA her so ein klassisches Cologne. Für alle, die sowas mal probieren möchten, sollten da auf jeden Fall mal zuschlagen. Und zu guter Letzt darf natürlich der Chanel Allure Homme Sport nicht fehlen. Beziehungsweise, nee, komm, wir nehmen mal einen anderen Duft jetzt. Und zwar den Allure Homme Edition Blanche, weil es geht ja hier um Zitrusdüfte. Und ich finde, der passt einfach besser. Er ist noch auf der Top 10 drauf, obwohl ich ihn sehr, sehr am Rande vom Klostein finde, um es so zu formulieren. Aber ich weiß, dass viele von euch den feiern und deshalb habe ich gesagt, komm, es muss auch noch so ein Community-Favorit mit rein von einem Duft, den die Leute eigentlich immer empfehlen in den Kommentaren. Und das ist eben der Allure Homme Sport Edition Blanche. Er heißt sogar, Allure Homme Edition Blanche. So rum, nicht der Sport. Und das ist eben ein Zitronenduft, also Zitrone, Bergamot, sehr, sehr, sehr viel Zitrus. Und der Dry Down ist Chanel-typisch mit so einer cremigen, vanilligen Basis. Also man riecht, dass es ein Chanel-Duft ist. Es ist aber ein sehr, sehr frischer Chanel-Duft, sehr, sehr starker Zitrusduft. Hier seht ihr die Luftnoten nochmal. Das muss man auch einfach, denke ich, in der Liste mit reinnehmen. Natürlich kann man auch den Sport mit reinnehmen, aber der ist ein bisschen süßer und deshalb würde ich den jetzt nicht mit auf die Top 10 Liste packen, weil es mir zu süß ist für den Sommer. Ich finde, Club de Nuit Intense Man hat auch eine extreme Zitrone am Anfang und hält auch ziemlich lang. Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt keinen Aventus hier mit reinbringen. Ich hatte auch erst noch den Aventus Cologne mit auf der Liste stehen, den könnte man auch nehmen, aber ich habe ihn jetzt nicht mit reingenommen, weil ich wollte Creed da erstmal so ein bisschen raushalten. Ohne Spaß, ich finde die Düfte einfach zu teuer von Creed. Also ich weiß nicht, was die sich denken. Mit denen ist es irgendwie durchgegangen. Ja, wahrscheinlich hat der wahre Wohlstand eingeschlagen und seitdem meint man, jetzt hohe Preise machen zu müssen. Ich weiß auch, dass die aufgekauft wurden als Marke. Vielleicht hat das auch so mit so einer Markenstrategie zu tun. Aber ich finde, die sind zu teuer. Und deshalb tauchen die jetzt auf den Top-10-Listen bei mir nicht mehr so deutlich auf. Außer vielleicht der Royal Oud. Den hätte man auch noch nehmen können hier von Creed. Aber das ist eher so ein Zedernholzduft. Also der ist mir nicht zitrisch genug. Wenn ich sage zitrisch, dann auf jeden Fall muss das ein sehr, sehr frischer und heller Duft sein. Und Royal Oud war so ein bisschen fast schon dunkel. Okay, cool. Aber das sind so meine Top 10 Zitrusdüfte. Ich bin gespannt, was ihr für Zitrusdüfte noch kennt, die ihr geil findet. Schreibt das gerne mal hier rein.